Heute stelle ich euch wieder einen Scherzartikel vor, und zwar eine Fake-Killer-Plauze. Die nachher gezeigte Killer-Plauzen-Bauchtasche könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Diese kostet rund 13 Euro, wer sich nochmal anschauen möchte. Den Link dazu könnt ihr im Textfeld unter dem Video finden. Da haben wir die Plauzen-Bauchtasche. Die steckt ihr nochmal in Karton und dann in diesem Plastik und so bekommt ihr die geliefert. Ja, und so schaut es aus. Die Killer-Plauzen-Bauchtasche. Druck ist ordentlich, da gibt es nichts zu mängeln, sogar mit Bauchnabel. Auf der Rückseite habt ihr ein bisschen anderes Material, das ist mehr so gummiartig. Und ja, das ist ein bisschen robuster. Hier vorne dann großer Reißverschluss, kann man auch gut greifen zum Aufmachen. Und hier passt eine Menge rein. Und in der Tasche ist nochmal ein Reißverschluss für so ein kleineres Fach. Das Ganze könnt ihr natürlich dann umschnallen und in der Weite ist es auch verstellbar. Was könnte man jetzt da Schönes reintun? Zum Beispiel eine ganze Dose magische Einhornsuppe. Ja, mein Heavy Metal Bier ist alle. Deswegen habe ich hier mal ein Original Nuka Cola Quantum reingetan. Das ging auch. Für unterwegs, wenn einmal langweilig wird, einen Flying Monkey. Den könnt ihr einfach dann schmeißen. Und der bedankt sich dann bei euch dafür. Oh, es hat seine Hand verloren. Was auch prima reingeht, sind 0,5er Dosen. Eine habt ihr sowieso immer in der Hand. Und dann Nummer 2. Zack. Und die dritte. Ja, seht, es gibt 1001 Möglichkeit, was ihr alles in diese große Plauzentasche reintun könntet. Die Bauchtasche eignet sich übrigens nur für Leute, die keinen Bauch haben, weil das Band hier schon ziemlich kurz ist. Ich habe das jetzt mal auf das Weiteste eingestellt und ihr seht, viel Platz ist hier nicht mehr, um das zu befestigen. So, also man könnte die jetzt hier so drüber tragen. Man muss also, wenn das so ein als Scherz gemacht werden soll, dann muss das hier schon schön ausgepolstert werden, dass das hier so ein bisschen rund ist. Ich habe hier einfach mal so eine Papierrolle reingetan und dass man hier oben diesen Reißverschluss nicht sieht, also das ungefähr dann so aussieht. Von vorne ist es ein ganz guter Effekt, aber von der Seite her, ja, dann sieht das schon ein bisschen doof aus. Also erkennt man es sofort, aber wenn ihr euch irgendwo hinsetzt oder dann so geht, das T-Shirt so ein bisschen drüber lappern lässt, dann sieht es schon so ähnlich aus, als würdet ihr, ja, ich sag mal, hier so eine Plauze rausgucken lassen. Das Ganze zeigt dann jetzt nochmal der Hannes, wie das dann im Gehen ausschauen könnte. Jetzt habe ich euch die Fake-Plauze zum Umschneiden auch mal kurz vorgestellt. Scherzartikel halt, den man sich für Junggesellenabschiede oder für Karneval oder sonstiges bestellen könnte. Ich wollte es euch mal gezeigt haben. Das war wieder der Test von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.